In The Legend of Zelda Skyward Sword haben wir das Schwert der Göttin erhalten, sind nun hier im Siegelhain und man kann wirklich sagen, endlich kommt Action rein. Ja, da haben wir gleich mal den Dekurana hier. Komm her, dann nimm den hier! Bist du bescheuert? Dann steck ich dir halt dein Maul. Und nochmal. Oh, er weicht aus. Hässliches Drecksvieh. Schreck dann den Kock ab! Wie wurscht. Anscheinend kann man ihn nur... Ach nee, man kann ihn auch in zwei Teile teilen. Cool, oder? Ja. Variationen beim Töten, entweder Kork abschneiden oder zwei Teilen. Kork abschneiden, in die Fresse stechen, weil man kann auch eine Stechattacke machen. Yeah! Oder in zwei Teilen. Oh oh. Der kriegt mal eine Grimmattacke. Der eine hat's überlebt. War nicht mehr lange. Komm her, Mann. Arschloch. Die Kurana sind dadurch um einiges schwieriger zu besiegen. Das macht das Ganze interessant. Vor allem sieht es sehr bedrohlich aus, als sie da mit ihrem Gebiss auf einen zukommen. Scheiße. In der Tat. Hui. Was geht jetzt ab? Das Böse. Okay. Eieiei. Das ist für Kinder jetzt aber schon ein bisschen hart, oder? Nö, wieso? Außerdem ist das Spiel ab 12 erst freigegeben. Ach so, das erklärt alles. War Zelda aber schon immer. War schon immer ab 12. Oder zumindest die neueren Teile. Früher wahrscheinlich nicht, aber die 3D-Dinger auf jeden Fall. Das ist eine äußerst interessante Szene gewesen. Ich frage mich storymäßig sowieso, was hier abgeht. Ich meine, man weiß ja echt überhaupt nichts. Es gab einen großen Krieg. Die Göttin hat alle in die Wolken gebracht. Und die meinen jetzt, unter den Wolken ist gar nichts. Und Link ist jetzt der Einzige, der da rein darf, oder wie? Wie komme ich jetzt da rein? Gar nicht, oder was? Muss mir mal helfen da? Ich habe dir etwas zu berichten, Gebieter. Es scheint, als sei dieses Tor vor kurzem geöffnet worden. Jetzt aber ist es von einer starken Kraft versiegelt. Ja, scheiße. Na gut, dann gehen wir halt weiter. Wie du willst. Weiter hoch, weiter runter. Eher runter, gell? Weil da unten war ja irgendwie so ein schwarzer Rauch oder so ein Mist. Ja, also theoretisch hätte ich Schiss, nach unten zu gehen, aber es muss wohl sein. Ja. Na, weißt du was? Das kostet mir jetzt an. Mach mal so. Geronimo! Solange ich meinen Deku-Teil habe, ist alles in Ordnung. Ah ne, ist ja nicht Deko-Blatt. Ich denke mal ans Deko-Blatt aus Wind Waker. Das ist ja der Paraschal von Zelda persönlich mit ihrem Douglas. Schal ist ja schon ein bisschen brutal, oder? Was ist das denn für ein Geräusch? Das ist ja mal ein ekelhaftes Geräusch. Mein Kind! Kind des Himmels, das aus den Wolken kam. Halte das Schwert der Göttin himmelwärts. Himmelwärts. Halte es dem Bösen entgegen. Okay. Boah, treffen musst du schon, Link, gell? Das war jetzt gar nicht so einfach. Er braucht noch ein bisschen, bis er ein wirklicher Held ist. Richtig. Mindestens ein Heldlein. Genau. So ein grüner Zwerg. Sonst nichts. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ja, das ist toll. Ich spüre eine Veränderung an diesem Ort. Nee, hab ich auch gerade gesehen. Die durch den Himmelsstrahl hervorgerufen wurde. Glückwunsch.
Gebieter, ich spüre hier eine ähnliche Aura wie die deines Parastals. Es ist Zeldas Aura. Ich kann dich mit meiner Aurasuche in diese Richtung führen. Dragon Ball. Wünschst du weitere Erklärungen hinzu? Ja, schon. Sehr wohl, Gebieter. Mit der Aurasuche kann ich Dinge, die du suchst, erspüren. Je näher sich das Ziel befindet, desto stärker meine Reaktion. Außerdem ändert sich der Signalton. Zudem erscheint auf dem Zeiger ein Pfeil, der die ungefähre Richtung, in der sich das Ziel befindet, angibt. Detektor. Ich musste nur noch die momentane Teleportation lernen, da wäre es perfekt. Nun halte C gedrückt, stelle Zelda als Ziel deiner Suche ein und weise mir eine Richtung. Ja, wenn du sie so schnell finden kannst, ist ja gar kein Problem. Ja, wie gesagt, bei der momentanen Teleportation wäre es am besten. Wo ist sie denn? Aha. Da war was. Hier. Ja, die scheint. Okay. Ich muss da hoch. Sein. Ja, wahrscheinlich. Steckt da so halb im Felsen und kann sie nicht befreien. Wäre aber gut, dann hätte man wenigstens keine Sorge mehr. Und könnten sie nach Hause bringen. Also los geht's. Und du meinst wirklich, es wird so einfach? Nein. Ja, die wird wohl hier in dem Luftstrahl sein. Oder was? Vielleicht da jetzt nicht ein Leben? Oh! Okay. Ja, warum ist jetzt nicht hier oben? Jetzt, mein Junge? Der Zeit ist doch da jetzt nichts, Mann, oder wie? Ich sehe keine Zelda. Der Radar chillt auch ein bisschen mehr. Nein, jetzt da zeigt er dir nach oben. Hier oben, hier geht er ab. Jetzt zeigt er den Himmel zurück, oder wie? Wäre mal Epic Fail. Scheinbar. Naja, lass uns mal... Ja, nochmal hier den Aufwind nehmen. So, das schaut schon besser aus hier. Waren wir hier schon mal? Ist das ein anderer Tempel? Nein, hier gibt's was Neues. Oh, es leuchtet. Kann ich rein? Sesam, öffne dich. Dann auf geht's. Hast du Dungeon oder was? Na, so schnell nicht. Was heißt schnell? Tempel des Siegels. Jetzt echt der erste Dungeon oder was? Ja, schon möglich. Wäre aber irgendwie lame. Allerdings wird sich das Dungeon-Konzept ja durch die Speichermöglichkeiten, die neuen jetzt grundlegend verändern. Das ist deine Stimme. Sieh an, der Auserwählte, der das Wolkenmeer durchquert hat und vom Himmel gestiegen ist. Wie heißt du? Domi? Gut, Domi also. Du beherrschst den Himmelsstrahl, jene heilige Kraft, die durch das Emporstrecken des Schwertes gen Himmel beschworen wird. Kurze Anmerkung, wie viele Jahre sind seitdem vergangen, seitdem Zelda weg ist? Wenn das Zelda ist, dann bin ich der Weihnachtsmann. Ja, du scheinst des Schwertes der Göttin für wahr würdig zu sein. Ich sitze hier seit ewiger Zeit und habe auf dich gewartet. Der Wegbereiter des Schicksals. Ist die jetzt echt, oder was? Das wäre fail. Oh, ich glaube aber eher, dass das Ding von unserem Geist hier ein bisschen verbuggt ist. Das hier ist eine uralte Tempel des Siegels, der von der Göttin selbst erschaffen wurde. Entkommen wurde vor sehr, sehr langer Zeit vorher bestimmt. Das Mädchen, das du suchst, erst vor kurzem von Licht umhüllt in diesen Tempel erschienen. Es ist Schicksal. Aber ihre Ankunft im Erdland entsprach nicht der Prophezeiung.
Es scheint gerade so, als wolle eine böse Macht euer beiden Bestimmungen beeinflussen. Domi, machst du dir Sorgen um sie? Dann müssten wir jetzt handeln. Groß ist es von euch, ist euch beiden vorher bestimmt. Um ihre Bestimmung zu erkennen, ging sie in den Wald von Firone. Du musst ihr folgen. Na, den kennen wir ja. Den kennen wir ja. Sieh auf deine detaillierte Skizze. Karte. Na, wobei, detailliert ist sie sogar tatsächlich. Sie ist nur einfach schlecht dargestellt. Aber sie ist tatsächlich die detailreichste Karte von allen. Ich habe dir auf deiner Skizze den Weg zur Welt von Firone mit einem einfachen X markiert. Aber es ist gefährlich, bei all den Monstern mit der Nase in der Karte umherzulaufen. Daher bringe ich dir bei, wie du Signallichter verwendest. Wenn du auf der Karte ein Signallicht setzt, erscheint dort eine Lichtsäule, an der du dich orientieren kannst. Oh, das ist super. Oh ja. Also zeige auf dieses gekritzelte X und drücke C, um ein Signallicht zu setzen. Ja, okay. Hab ich. Oh, und zurück. Du kannst es von hier zwar nicht sehen, aber das Signallicht leuchtet dir nun den Weg wie der Stern von Bethlehem. Wenn du das Signallicht nicht mehr brauchst, zeige auf der Karte darauf und drücke erneut C, um es loszuwerden. Guter Vergleich. Jetzt musst du nicht mehr fürchten, dich zu verlaufen, so wie in den anderen Zeldas. Gehe nun in den Wald von Firone und finde die heilige holde Maid. Finde Zelda. Nimm den Inhalt der Schatztruhe in diesem Raum an dich. Er wird dir auf deiner Reise bestimmt sehr nützlich sein. Übrigens, geile Haare, oder? Ich finde das Zelt viel lustiger. Der Weg durch diese Tür führt dich direkt zum Wald. Sei vorsichtig. Mach dich nicht über meine Kleider lustig. Es wird mit Sicherheit bald alles klar werden. Schreite ohne Furcht voran, Domi. Ja, dann kannst du mir sagen, wo er hier jetzt ein Schatz sein soll? Das frage ich mich allerdings auch gerade. Hinter ihr, oder? Jetzt hat er ja gerade irgendwie geleuchtet. Da ist ein gelbes Etwas. Okay. Mehr aber auch nicht. Und ich kann hier nicht durch. Also ich weiß beim besten Willen nicht, wo hier ein Schatz sein soll. Ist auch nichts. Wir können uns einmal kurz umsehen und wenn dann wir nichts finden, dann gehen wir einfach durch die Tür, die sie gerade geöffnet hat. Aber so viel ist hier nicht zu finden. Ja, dann muss man durch die Tür. Da würde ich sagen... Ach, Moment, meinen Sie dieses Drecksteil hier, oder was? Oh, okay. Das kann doch eine Rubine sein. Oder... Ja, oder auch nicht? Tschüss! Heißt das jetzt, ich habe eine zweite Flasche, oder was? Boah! Tatsächlich, lol? Gott, da hatte sie wohl recht, dass es ja nützlich sein konnte. Sie hatte recht und ich bin komplett irritiert. Man hat verdammt früh im Spiel schon zwei Flaschen. Also entweder sind die jetzt halt durchgedreht und ist denen alles scheißegal, oder sie machen den Schwierigkeitsgrad des Spiels verdammt hoch. Oder man muss die wegwerfen, wenn man dann schon ein Item haben will. Ja, oder man muss sie wegwerfen, wenn man es benutzt hat. Gut, ich sehe jetzt immerhin das Licht, den Stern von Bethlehem, der in blau leuchtet. Richtig. Und die Umgebung schaut doch schon mal um einiges besser aus, als das, was wir bisher gesehen haben. Rubine. Aber ich finde, die Rubine sind extrem klotzig und... Seid ihr bescheuert? Hi. Guys. Der ist Biester. Lass mich in Ruhe. Euch heiz ich ein. Und den hier. Und tschüss. Oh Gott, wir gingen eigentlich nochmal, wie heißt es, Fangstoß? Ich weiß es schon gar nicht mehr, scheiße. Ich glaube, auf ihn zurufen und dann schlagen. Was ist überhaupt für Monks? Aber die sehen...
Also, die Kleidung gar nicht schlecht animiert gerade. Danke für deine Hilfe! Wo kommen diese roten Kerle her? Früher haben sie sich in diesem Wald jedenfalls nicht herumgetrieben. Und so einen wie dich sehe ich heute schon zum zweiten Mal. Was ist das nur für ein Tag? Naja, also danke für deine Hilfe. Erzähle ich dir etwas Interessantes. Kronen gibt es also auch. Da kann man speichern. Ich studiere hier in diesem Wald die Geschichte des Altertums. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Marugo, ein Korone. Den alten Schriften zufolge liegt irgendwo in den Wolken die Insel der Göttin. Diese alten Statuen dienten angeblich einst dazu, zu dieser Insel der Göttin in den Himmel hinaufzusteigen und von dort wieder zurückzukehren. Wenn du einen davon findest, solltest du sie auf jeden Fall untersuchen, da dir die Statuen als Anhaltspunkt dienen. Das ist wirklich praktisch. Und diese Statue hier hat angeblich die besondere Kraft, all die anderen Statuen, die es hier gibt, zu erwecken. Es mag wie ein Märchen klingen, aber ich glaube daran. Wie könnte man sonst den Umstand erklären, dass sie überall in dieser Welt verstreut herumstehen? Langweile ich dich mit meinen Erzählungen oder willst du mehr hören? Du langweilst. In Ordnung, den Rest erzähle ich dann halt ein anderes Mal. War das jetzt ein Fehler? Ihr könnt mir ja in die Kommis schreiben, ob er noch irgendwas Wichtiges sagt und hochfarmt in den Kommi, wenn es wirklich wichtig sein sollte. Boah! Was hast du getan? Incredible! Die Statue hat geläutet, als du dich hier genähert hast. Du bist wirklich awesome. Ich danke dir. Tempel des Siegels, Hintereingang. Okay, auch eine genaue Beschreibung, wo ich bin. Ins Wolkenmeer reisen, also kann ich wahrscheinlich wieder verschwinden, speichern und so weiter und so fort. Interessant. Geil finde ich ja, dass sich die Koronen kein Stück verändert haben. Vielleicht sind TP, sehen noch genauso aus. Heiliger Kiesel! Was hast du getan? Die Statue, sie leuchtet! Woher wusstest du, wie man das macht, ey? Der Skill. Richtig. Was ist denn das für eine Höhle da oben? Lass uns mal nachgucken, du! Lampenhöhle. Bloß nicht. Außerdem haben wir noch gar keine Lampe. Das heißt ja nichts. Kann es sein, dass du später wieder kommen musst. Okay. Ah, nee, das ist eine Abkürzung von diesem Siegel. Da, wo wir vorher waren. Richtig. Ja, chill. Okay. Da waren wir vorher und wir können jetzt halt hier einfach mal schön hochgehen, damit wir nicht immer zu der alten rein müssen. Alles klar. Eine Abkürzung geschaffen. Eine gute Tat. Jeder, der diesen Weg folgen wird, der wird es nicht so schwer haben wie wir. Spart sich ganze 10 Schritte. Richtig. Weg damit. Ein blauer Rubin. Stimmt, ich möchte wissen, wie viele Rubine man tragen kann. 100 oder vielleicht schon 200? Jetzt aber haben wir 100. Komm, einen müssen wir noch finden. Wir hatten doch vorher schon 100. Ja? Über 100, ja. Ich hab doch nichts aus. Ach, sowas. Ja, doch, du hast recht, ich erinnere mich. Stimmt, dann kann man wohl mindestens 200 wieder tragen. Gut. So, und da ist unser Lichtstrahl. Der Stern von Bethlehem. TP waren es, ich glaube, sogar 300. Nein. Glaube ich doch. Nicht. Doch, ich glaube schon. Da hatte ich damals gesagt 200 und dann hat sich das als Fehler vorausgestellt, das weiß ich noch. Wie hat er gesagt, mache ich das aus? Drauf und dann wieder C drücken, oder? Richtig. Geht aber nicht. Genau auf den Punkt drauf, eventuell. Ja. Scheinbar. Okay. Passt. Das hier ist dann wohl der Wald von Firone, ja? Schaut danach aus. Schaut ganz chillig aus hier. Gebieter, wir sind im Wald von Firone angekommen. Du hast einmal was Richtiges gesagt, was mich interessiert hat, danke.
Wald von Firune. Um diesen riesigen Baum herum geteilt ein prächtiges Land. Alle möglichen Lebewesen haben hier ihr Zuhause gefunden. Ja, die Schlümpfe. Ja, stimmt. Boah, was ein riesiges Gebiet, ey. Tschüss! Da werden wir lange bleiben, glaube ich. Ja, das ist ja schon fast ein Viertel der Weltkarte. Ja, es geht. Ich fühle, dass auch Zelda sich hier irgendwo aufhält. Ja, das hören wir auch schon seit 5 Stunden, dass sie irgendwo so ist. Ich schlage vor, sie zu suchen. Wäre schon ein guter Job, ja. Baumfällen! Yeah. Aurasuche, wo ist Zelda? Da vorne. Links. Ja, pff, irgendwo so. Tarzan! Halt. Yeah. Boah, fast gefehlt. Bisschen an Schwung verloren, mein Guter, ha? Wenn da Erinnerung dein Windwecker war. Teilweise. Oh, wie geil man den Baum abschneiden kann. Das ist ja echt so schief abgeschnitten. Das ist ja endgeil. Ich kann ihn gerade schön abschneiden, ne? Das ist gut. Vielleicht kannst du dir einen Bambusstock mitnehmen. Was ich auch sehr gut finde, ist, es reicht nicht, das einfach so abzuschneiden. Du kannst jetzt nämlich nicht vorbeigehen. Du musst es nämlich auch ganz unten noch wegmachen. Okay. Ein bisschen nervig ist das schon, oder? Schon, aber es ist halt auch einfach sehr genau. Und was war das da hier? Was bist du denn für ein Typ? Komm her! Oh, jetzt haut er ab. Kann sein, dass man die Designs sammeln muss? Wird das so ein Goldinsekt, oder? Weiß ich nicht. Könnt ihr ja in die Kommis schreiben. Muss man so Viecher sammeln? Ja, was geht mit denen? Die drohen denen da. Ist die blöd oder was? Ja, die bomben die ganze Zeit irgendwelche Leute. Und? Mach den Fangstoß, Junge. Okay, ich weiß 100%ig nicht mehr, wie der geht. Ich muss nochmal nachschauen. Sorry. Immerhin kann man sie jetzt gleich von Anfang an. Gut. So, und was das für ein Typ ist, den wir da bedroht haben, das sehen wir dann im nächsten Part von Zelda Skyward Sword. Im Wald von Firune. Tschüss.